Wie sind denn die Sondierungsgespräche gelaufen? Ja, aus meiner Sicht sehr gut. Also wir haben unsere Positionen und Anliegen für eine etwaige Zusammenarbeit klar und deutlich vorgebracht. Insgesamt die Atmosphäre war eigentlich konstruktiv, fast schon freundschaftlich. Also ich hatte einen sehr positiven Eindruck. Welche Bedingungen stellen denn die Freiheitlichen an die SVP für eine Koalition, eine gemeinsame Handlung? Ja, die Hauptbedingung, die ich schon mehrfach in der Öffentlichkeit auch wiederholt habe, ist, dass ein Koalitionsvertrag abgeschlossen wird, der ein konkretes Arbeitsprogramm enthält. Und nicht so, wie es jetzt etwas letzte Mal mit der Lega war, wo so allgemeine Ankündigungen, Floskeln drinnen sind. Also wir wollen ein konkretes Arbeitsprogramm, wo jeder Wähler und jeder von außen dann auch sieht, was wurde bereits abgearbeitet und was nicht. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Und von den Themen, also unsere Themenschwerpunkte liegen natürlich beim Bereich öffentliche Sicherheit, Integration, Ausländer, Soziales und Wohnen. Nicht nur, aber das sind halt die Schwerpunkte, für die die Freiheitlichen ja auch besonders bekannt sind und gewählt werden. Und deswegen ist natürlich wichtig, dass gerade in diesem Punkt dann auch eben eine blaue Regierungsbeteiligung erkennbar wäre. Gibt es denn Forderungen oder Programmpunkte der SVP, wo sich die Freiheitlichen schwer tun? Wir wissen momentan nicht, was die SVP in den nächsten 5 Jahren vorhat. Also ich habe jetzt den Landeshauptmann auch kurz gefragt, aber das war jetzt beim Sondierungsgespräch der falsche Moment dafür. Aber selbstverständlich wollen wir dann auch wissen, was will man in den nächsten 5 Jahren abarbeiten. Welche Koalition würde sich die Freiheitliche Partei denn wünschen? Na, ich glaube, dass nicht nur die Freiheitliche Partei, sondern vor allem die Südtiroler Wähler eindeutig Richtung rechts gewählt haben, sowohl der deutsche als auch der italienische Wähler. Und deswegen erscheint mir eine Mitte-Rechts-Regierung aus Volkspartei, Freiheitlichen und den italienischen Regierungsparteien in Rom, scheint mir eigentlich eine gute Antwort zu sein auf das, was der Wähler sich gewünscht hat. Sie sagen, die Wähler wünschen sich eine Mitte-Rechts-Partei. Momentan ist ja Mitte-Links oder Mitte-Rechts im Gespräch. Wie würde sich denn die Politik in Südtirol, je nachdem, welche Koalition es dann gibt, verändern? Ja, beim Team K, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was die jetzt für Anliegen vorbringen. Keine Ahnung, was die wollen. Bei uns hingegen ist natürlich klar, dass dann geht es eben in diesen Bereichen, geht es natürlich in die Richtung, wie wir es ja jetzt seit Jahren auch fordern und im Wahlkampf ganz offen kommuniziert haben. Und ich denke, das ist etwas, was sich sehr viele Südtiroler gewünscht haben, sonst wären die Wahlen anders ausgegangen.